Hey, moin, moin. Neuer Tag, neues Glück und ein neuer Leitmod. Also, ich habe mir für hinten lange überlegt, was ich beim Rückwärtsfahren, weil der Rückwärtsscheinwerfer ist schon eine dunkle Kerze, ne? Und ich habe zwar noch eine Rückfahrkamera eingebaut, die eine LED dran hat. Aber das ist alles nicht so das Richtige. Deswegen habe ich im Internet geschaut, verglichen, was Kleines brauche ich natürlich. Ich habe ja die Hardrock-Stoßstange und deswegen geht das auch nicht so einfach. Ich zeige es mal gerade hier. Und ich bin dann auf die Rigid Industries Ignite Flatbeam Lampen gestoßen und da muss ich sagen, also das ist beeindruckend. Die haben 1 Watt und ich gehe mal kurz auf die andere Seite. Die haben 1 Watt und sind die kleinsten erhältlichen, also die haben ein bisschen über 1 Zoll zum Einbau. Das hier ist eine Plastikklappe in der Abdeckung in der Stoßstange. Hier konnte ich nicht ran. Hier ist hinten dran direkt der Rahmen. Da ist er auch aufgehängt. Also die einzige Möglichkeit, hier so einen Flush-Mount, so eine flache Montage hinzukriegen, war eigentlich hier drin. Auch relativ einfach. Muss dazu sagen, die Rigid Industries sind nicht die billigsten. Ich glaube, für das Set habe ich 118 Dollar bezahlt, was natürlich für 2 so kleine Lämpchen jetzt mal nicht wenig ist. Ich glaube, im Vergleich die 12 Zoll Lightbar vorne hat 50 oder 60 Dollar gekostet. Aber gut, es kommt ja auch auf die LED-Technik an und die hier sind also für 1 Watt wirklich extrem hell. Also werden dann mit einer 2 Zoll Lochsäge sind 44 mm werden hier verbaut. Wirklich klein, wasserdicht, IP68. Und, oh, könnte ich auch mal wieder sauber machen. Und dann habe ich die Kabel wieder mit Scheuerschutz und Klebeband versehen. Bin dann entlang vom Rahmen, hier sieht man es noch, habe ich das Ganze verklebt. Hier ist die Fahrerseite zu sehen. So, hier dasselbe nochmal. Hier sind sie drin. Und bekanntermaßen geht man ja beim Jeep über die linke Seite in den Fahrzeugraum, geht dann hier oben rein. Man kommt dann hinter dem Scheinwerfer hier raus, Rückfahrscheinwerfer, Rücklicht, und ist dann im Innenraum. Hier dann einfach, das ist dann nur noch ein Kinderspiel, Teppich zur Seite, Kabel verlegen bis nach vorne. Das ist wirklich nicht schwer. Man kommt überall gut ran. Den Teppich, den kann man einfach wegziehen. Das Trimpanel hier unten poppt einfach raus. Den Teppich zur Seite so. Und mal gucken, ob ich jetzt hier auf die Schnelle hinkriege. Ja, da ist das Kabel rot und schwarz. Vorsicht. Dann kommt man hier vorne vorbei. Wenn man dann hier vorne war, dann scheiden sich wieder die Geister. Wie man sieht, hier den kleinen blauen Pin. Das ist die Masse für die Lampe. Masse kann man sich überall an der Karosserie holen. Und dann sieht man, wie es hier drin weitergeht. Das rote Kabel wird dann einfach hochgeführt. Und es ist jetzt schwer zu sehen, aber von der anderen Seite sieht man es besser. Ist der Durchgang. Ja, wir haben ein Gespenst da. Es ist Halloween. Kommt der Durchgang in den Motorraum. Ich versuche ihn hier mal zu zeigen. Und zwar dort unten rechts neben dem Bremskraftverstärker. Sieht man es rauskommen. Ab da wieder Scheuerschutz, Bissschutz verbaut. Kommen dann hier hoch, um die Hupe rum, unter dem Bracket durch. Hier ist wieder die Box von S-Tec. Und ganz einfach mit Ein-Pin-Konnektoren verbaut. So, und wieder der berühmte Test, ob denn auch alles funktioniert wie angepriesen. Zündung an.
Und das Ganze ist auf der Nummer 3. Da ist sie an. Und es ist jetzt taghell, aber ich kann sagen, in der Dunkelheit, die Dinger sind für 1 Watt wirklich hell, sehr hell. Und hier ist jetzt die 1 Watt Ridges Industries Ignite Flush Mount 2 Zoll Einbau Scheinwerfer mit einem Flat Beam. Man sieht gut, deutlich mehr als ein Rückfahrscheinwerfer. Das Ganze hat nur 1 Watt und ist taghell. Cool. Also, wie gesagt, für 1 Watt sind diese Lampen ganz schön hell. Das hier ganz schön hell, gell, kleiner Mann? Ja. Das ist mal witzig, ne? Ja, hier rennt noch ein kleines Kind rum. Hat auch Spaß mit dem Jeep. Das hier ist eine Rückfahrkamera von Alpine. Recht witzig für den Jeep. Gerade hinten ein bisschen unübersichtlich. Und hier ist die angesprochene LED drin, die auch noch ein bisschen Rückfahrscheinwerfer sein soll. Die Kamera ist dann hier unten. Hat ein sehr weites Sichtfeld, aber wie gesagt, wenn es stockeduster ist, dann ist nichts mit Ausleuchten. Und diese Dinger, wie gesagt, Rigid Industries. Nicht billig, aber die kleinsten ihrer Art und deswegen auch gut geeignet, wenn man, sag ich mal, Serienstoßstangen hat und vor allen Dingen Metall, wo man nicht in alles reinkommt. Ne? Alles klar. Ja, so viel nochmal dazu. Ich hoffe, es war ein bisschen informativ. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Wenn es euch gefällt, freut es mich und wenn nicht, dann bin ich auch froh über Kommentare, was ich beim nächsten Mal anders machen soll. Und wenn euch noch was einfällt, als nächstes werden wohl ein paar Hoodstruts reinkommen, die Haube von selbst hochmachen. Werde ich auch ein Video machen, online stellen. Alles klar, happy Jeeping, bis bald.